Ich bin erstaunt über das zahlreiche Erscheinen. Herzlichen Dank fürs Kommen an die Damen und Herren. Sie haben gehört, mein Name ist Strassner, die Firma heißt HMS, das ist meine Kürzel meines Namens. Ich habe da hinten einen Banner aufstellen lassen, nur dass Sie sich das Logo vielleicht mal ein wenig einprägen, wenn Sie nachher unseren Stand hoffentlich reichhaltig besuchen. Ich möchte Ihnen was, und wir haben das etwas provokant als Klangkiller in der Überschrift benannt. Ich möchte Ihnen etwas definitiv heute dazu sagen, was in der High-End-Szene so noch nicht angekommen ist. Und wir haben unter unseren Gästen jemand, den ich herzlich begrüße, Herr Dr. Ebling, Fraunhofer-Institut, darf ich erwähnen, der hat was mit Brennstoffzellen zu tun, und darüber wollte ich auch gerade ein paar Sätze sagen. Vielleicht, dass ich damit beginne, uns steht ja nun wirklich Schweres bevor. Wir haben Solardächer mittlerweile, wir haben LED-Beleuchtung, und auch diese hier ist eine LED-Beleuchtung. Wir haben auf der energieerzeugenden Seite Windräder, Solardächer nannte ich schon, auf der Verbraucherseite demnächst aber noch einen absoluten Klangkiller. Das wird die Elektromobilität sein. Widersprechen Sie, wenn Sie andere Meinung haben, Herr Dr. Ebling. Vielleicht die kleine Anekdote. Ich fuhr vor einigen Wochen auf den Parkplatz meiner Tochter, die in einer Düsseldorfer Firma arbeitet, und hatte natürlich einen UKW-Sender eingestellt, kam dem Hof näher, und plötzlich war starke Störung. Das war SWF3 damals, was meine Frau immer bevorzugt hört. Und plötzlich war der Empfang nur noch Brummen. Ich kam näher und sah in der Ecke ein Tesla an seiner Ladestation stehen. Jetzt müssten Sie mich nachher mal mit ein paar Zahlen aktuell unterstützen. Sie hatten mir neulich genannt, dass neueste Entwicklungen der E-Mobilität dahingehend, dass man Batteriesätze entwickelt, die 400 Kilowattstunden Ladeleistung. Und okay. Das hat aber zur Folge, dass wir bei den typischen Spannungen, die heutige Batterien leisten, in die Größenordnung 1000 und mehr Ampere Ladestrom gehen, weil unter anderem die Entwicklung vorsieht, solch eine Batterie in 20 Minuten vollzuladen. Das ist eine Energiereserve, die Sie durchaus von Köln nach München tragen könnte, in einem Mittelklassefahrzeug. Ne? Das war eine Entwicklung von Porsche, von der Sie sprachen, glaube ich. Ne? Solch hohe Ströme müssen natürlich über entsprechende Wechselrichter der entsprechenden Batteriespannung jeweils angepasst werden und aus dem Lichtnetz generiert werden. Mit der Folge einer massiven Elektrosmogbelastung. Was ich gerade als Beispiel sagte mit dem Auto, das ja nun ein batteriebetriebenes Radio beinhaltet, auf dem Parkplatz fahrend, heißt, dass da also eine erhebliche, als Funkwelle abgestrahlte Störung vorhanden ist. Nun stelle ich mir vor, wenn abends alle mit dem Elektromobil von der Arbeit kommen und an die Ladestation gehen, was das für eine Belastung für unsere Umwelt einerseits bedeutet in Form von hochfrequenter Störstrahlung und auf der anderen Seite natürlich erst recht für die Netzbelastung. Ich halte die Entwicklung für sehr unvernünftig und bin deshalb Fan von der Brennstoffzellentechnik. Das habe ich Ihnen schon mitgeteilt. Wir haben ja leider Gottes den Umstand, dass wir von Windparks reden, die im Norden angebracht ihren Strom, den sie generieren, über aufwendigste hier Gleichstromleitungen, die als unterirdisch geführt werden sollen, damit sie ja den Anblick der Landschaft nicht stören. Und der Wirkungsgrad solcher Leitungen, wenn ich von der Nordsee bis zum Beispiel nach München Energie zu generieren habe, zu liefern habe, muss definitiv mit in Betracht gezogen werden. Würde man das Ganze über eine normale Hochspannungsleitung machen, von der Nordsee bis hier nach München, dürfen Sie mal raten, wie viel Prozent der Energie hier unten in München tatsächlich ankommt von dem in der Nordsee generierten Strom. Wird keiner ahnen, es sind nämlich in der Größenordnung 5%. Der Rest ist verlustig auf der langen Hochvolt-Überspannungsleitung.
keine sehr vernünftige Entscheidung. Und stellen Sie sich vor, Sie möchten hier in München Ihr E-Mobil laden mit Strom, das aus der Nordsee stammt, der aus der Nordsee stammt. Keine vernünftige Entscheidung in Richtung auf den Wirkungsgrad. Sehr viel vernünftiger wäre, wenn man das dezentral machen könnte, dass wir Elektromobilität werden brauchen, ist ganz ausnahmslos richtig. Wir können nicht noch mehr fossile Brennstoffe verbrauchen. Also sowohl auf der regenerativen Seite als auch auf der Verbraucherseite müssen wir mit Strom vernünftig umgehen. Die Technik, die all die Probleme, nämlich die Sonne scheint nicht immer auf den Solardächern und vor allen Dingen auch der Wind weht nicht immer, das setzt voraus, dass wir aber dauerhaft Strom aus der Steckdose beziehen wollen, dass wir auch weiterhin Kohlekraftwerke am Gang halten müssen, die lange Anlauf-Vorlaufzeiten brauchen. Und wenn dann der Wind und die Sonne scheint, müssen wir unseren Strom obendrauf zahlend in fremde ausländische Netze geben, weil wir zu viel davon haben. Auch ein sehr unvernünftiger Gedanke. Was wir aber machen könnten, man könnte den Strom ja umsetzen in Zwischenspeicher. Zum Beispiel sind für die normalen Solar- und Windkraftanlagen Wasserspeicher in Frage gestellt. Da baut man also große Staudämme. Zu Überschusszeiten pumpt man Wasser in den Staudamm und wenn er gebraucht wird, lässt man ihn wieder runterlaufen durch Generatoren. Hat landschaftlich mit Sicherheit große Auswirkungen und finanziell mit Sicherheit große Nachteile für den Verbraucher, der das ja alles bezahlen muss. Wesentlich besser wäre, man könnte den Strom direkt umsetzen in den Kraftstoff, der definitiv keinen Schaden anrichtet, weil er elementar, nämlich Wasserstoff, H2, durch Elektrolyse aus Wasser gewonnen. Elektrolyse benötigt Strom, den kann man nach Belieben, Herr Hiebling, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, ob ein Windkraftrad langsam dreht und viel Strom liefert oder wenig, elektrolysieren kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit mit jedem Angebot an Strom. Das gilt für Solardächer, das gilt aber auch für Windkrafträder. So, und diesen gewonnenen Wasserstoff, den könnte man entweder unmittelbar in der Brennstoffzelle verbrennen oder man kann ihn auch ins Gasnetz einspeisen, indem man ihn vorher zu Methan gemacht hat oder auch der Industrie als chemischen Grundstoff anliefern. Das kann alles dezentral geschehen, das muss nicht über große Strecken geführt werden und nach Bedarf in den betreffenden Gegenden passieren. Mittlerweile, vielleicht haben die Leute Angst vor Wasserstoff, weil sie wissen, das ist ein explosives Gemisch für den Fall, es gerät mit Luft in Verbindung, also Sauerstoff. Die Technik ist aber heute definitiv im Griff. Man kann Autotanks für Wasserstoff, Sie haben ja gesagt, 700 Bar ist der Druck, mit dem eine Tankfüllung. Und die Größe dieses Tanks ist auch nicht viel mehr als so. Nicht größer als ein Benzintank, eher kleiner, in der man die Energiemenge speichern kann, die für eine Fahrt von München nach Köln oder Düsseldorf ausreicht, selbst wenn sie schnell fahren. Und was der größte Vorteil ist, wir brauchen keine Stunden zum Laden, sondern das ist nicht länger, als Sie für die Ladung dieses Wasserstofftanks benötigen, als Sie für einen Benzintank brauchen. Also die 5 Minuten, die Sie normalerweise tanken, reichen aus. Also mein Plädoyer, bitte, wenn wir da noch was dran ändern können, sprechen Sie überall darüber, dass die Wasserstofftechnologie definitiv nur Vorteile hat. Hinzu kommt, dass die Anzahl der Umrichtungsvorgänge, und das ist ja eigentlich das Thema, aus der gewonnenen Energie über ein Windkraftrad oder ein Solardach, die Anzahl der Umrichtvorgänge deutlich reduziert werden kann. Ich brauche nicht abends an meinem Haus einen Umrichter, der mir erlaubt, aus meinem Netz mein Auto zu laden. Ich kann auch darauf verzichten, dass ich irgendwelche größeren Ladestationen mit Umwegen anfahren muss. Bitte. Sie beschreiben jetzt sehr intensiv die Probleme. Ja. Ich hätte aber ganz gerne jetzt mal gehört, welche Problemlösungen Sie denn in der letzten Ja, das kommt sofort. Das Problem
Elektromobilität steht uns ins Haus und wir können da offenkundig mit rechnen, dass einige große Fehler gemacht werden. Wir werden sie nicht vermeiden können und deswegen müssen wir nach Gegenmaßnahmen suchen, die unsere high-fidele Welt in Ordnung halten. HMS ist schon seit dem Erscheinen auf dem Markt mit Filterungen unterwegs, unter anderem auch Netzfiltern logischerweise. HMS war in der Vergangenheit, bevor wir uns mit Kabeltechnik und Filtertechnik für HiFi beschäftigten, in der Forschung unterwegs. Wir haben Messtechniken an die Forschungsinstitute geliefert, die da in der Größenordnung von Picovolt und Femtoampere, das sind wahnsinnig kleine Spannungen. Picovolt ist 10 hoch minus 12, das ist also ein Billionstel Volt. Also sehr kleine Signale, die natürlich immer stark gestört sind und die Messtechnik entsprechend dafür ausgerichtet sein musste, solche periodischen Signale wieder detektieren zu können. Unser Einstieg in die Szene jetzt mit HiFi ging so, dass wir zum Zeitpunkt der, ich erzähle das als kleines Promo, der Wiedervereinigung, das sehr viele positive Aspekte hat, ganz klar, in der Situation waren, dass die Geldmittel in der Forschung drastisch zusammengeschrumpft waren und auch unser Markt den internationalen Anteil nicht mehr liefern konnte, den wir für die Messtechnik aufbringen mussten, sodass wir also entschieden haben, wir tun mal was für mein Hobby als Jugendlicher, nämlich HiFi, und nutzen die Erfahrung, die wir in der Messtechnik gewonnen haben, in der Kabeltechnik. Damals war es Supraleitung, Thema in den 90ern, und wir haben Supraleitungsmessplätze gebaut und es ist klar, Supraleiter haben extrem kleine Sprünge in der Impedanz des Supraleiters nachzuweisen, das war im Nano-Ohm-Bereich. Das nachzuweisen hieß wiederum mit empfindlichen Messgeräten, aber vom Sensor bis zur Elektronik auch mit entsprechend einstreufesten Kabeln, und da kommt die Technik her, die wir in Anwendung haben, zu verbinden. Ich will Sie damit aber nicht langweilen und Ihnen versuchen klarzumachen, was das Problem ist. Wenn wir heute davon reden, dass wir auf der Verbraucherseite LED-Lampen wie hier in Anwendung bringen und auf der vielen Dinge auch, wie zum Beispiel Induktionskochstellen, wenn Sie können, vermeiden Sie das. Das ist der nächste Blödsinn, den man machen kann. Die Induktionskochherde erzeugen extrem große Wechselfelder und extrem starke elektromagnetische Störungen. Bei mir ist nur CRAM, nämlich nur Wärmeleitung durch Strahlung in Anwendung und nicht etwa durch Induktion. Ja, bitte. Oh ja. Sie tun so, als gäbe es überhaupt keine Normen. Es gibt ja Industrienormen, es gibt Normen für den Haushalt. Nennen wir die ganze Reihe der 61.000er Normen. Das sind doch die Magnetfelder für Terran, also nicht für Terranfelder, ja, sondern für Kochfelder festgelegt. Also, und diese magnetischen Felder sind als unempfindlich eingestuft worden. Also deswegen verstehe ich nicht, warum Sie jetzt Kochfelder verteufeln aufgrund ihrer gigantischen Magnetfelder. Verteufeln wollte ich Sie nicht, ich wollte nur sagen, wenn Sie vermeiden können, tun Sie es. Es ist ein starkes. Es gibt keinen besseren Wirkungsgrad zum Kochen wie ein Magnetfeld. Wenn Sie die Streufelder auch als Wirkungsgrad bezeichnen und das Störungsfeld, was die produzieren, denn nicht immer steht die Kochplatte mittendrauf und absorbiert das gesamte erzeugte Magnetfeld. Tja, das ist so eine Sache mit den Normungen. Ich will Ihnen was sagen. Ich bin unter anderem auch Amateurfunker und weiß, dass wir in den 70er, 80er Jahren unter entsprechend guten Bedingungen, und das will ich nicht wirklich plattwalzen, da konnte man mit der Sendeleistung von Größenordnung Watt von hier bis nach Australien funken. Heute brauchen sie dafür Kilowatt. Warum? Nicht, weil die Sender oder Empfänger schlechter geworden sind, sondern weil das Störumfeld um so viel größer geworden ist, dass sie mit so großen Feldstärken selber sich dagegen wehren müssen. Es sind alles Einzelheiten, auch die LEDs. Sie werden jetzt hören, dass ich selber bin Anwender von LEDs und wir kommen auch gar nicht drum herum, wir müssen Strom sparen, ganz klar. Nur eine LED hat eine typische Spannung von 4 Volt. Und jetzt müssen Sie sich mal überlegen, was passiert, 230 Volt Wechselspannung als Effektivwert
in 4 Volt umzuwandeln. Da sind also wieder Wandler im Spiel, die definitiv nur Störstrahlung ausmachen. Ich will Ihnen eins kurz berichten. Ich hatte gegen Weihnachten, weil die Halogenlampen über dem Küchentisch halt ständig nur durchbrannten, die Idee, da muss eine LED-Leuchte hin, das macht Sinn. Installiert und amateurfunkmäßig eingeschaltet, den Empfänger nicht mit der Absicht zu hören, ob die stört oder nicht. Und es war das gesamte Band von oben bis unten, bis UKW rauf, nur ein Rauschflor, nichts mehr zu hören. Die Lampe abgeschaltet und es war wieder Empfang. Der Hintergrund ist einfach folgender. Wir tun Dinge, die technisch Sinn machen, nämlich Strom sparen macht Sinn, aber wir tun sie immer mit dem Hintergrund, und das liegt dann auch an jedem Einzelnen von Ihnen, das möglichst billig einzukaufen. Es gibt Möglichkeiten, Wandler, die 4 Volt in der LED braucht, herzurichten aus 230, die aber nicht für ein Apfel und ein Ei zu kriegen sind. Und da liegt der Hauptfehler. Wir sparen zu sehr, nutzen die Technologien nicht wirklich in positiver Weise. Jetzt könnten Sie sagen, da gibt es Normen, was solche Lampe an Störfeld ausmacht, und dann müssten Sie Lobbyisten mal fragen, die diese Normen irgendwie herrichten. Also Amateurfunk mit dem Haus brennenden LEDs ist unmöglich. Das kann man. Nein, nein. Nein, nein, das möchte ich bezweifeln. Das möchte ich stärkstens bezweifeln. Das ist nicht so. Ja. Ja, ja. Ja. Gucken Sie mal das Angebot an LED-Leuchten an. Es ist klar, diese hier mit einigen hundert wird weniger Probleme machen, weil sie in Reihe geschaltet sind. Aber gucken Sie mal das Angebot an LEDs, das wir zum Beispiel am Stand haben, um die Banner dort auszuleuchten. Da ist eine Hochleistungs-LED drin. Und Sie müssen einen Wandler vorschalten, der aus den 230 diese Größenordnung 4 Volt generiert. Und das. Na, Halleluja, wir haben die Dinger gekauft. Ich will hier nicht als Verbanner moderner Techniken aufdringen, ich will nur eins sagen. Wir schauen ja immer danach, wo ich die modernste Technik im Gänsefüßchen zum niedrigsten Preis kriegen kann. Und das ist das Problem. Ich könnte natürlich auch einen Wechselrichter bauen, der das Problem nicht hat. Aber den werden Sie nicht kaufen, weil er zu viel kostet. Das gilt für so. Alle Probleme auf einen Haufen lassen sich nicht lösen. Wir müssen uns klar machen, das Beispiel, das ich nannte, Parkplatz meiner Tochter mit Tesla vor der Tür, das war ganz offenkundig elektromagnetische Strahlung, was konkret heißt Funkwelle, die hier zum Tragen kam. Ein Großteil der Probleme geht aber leitungsgebunden aus dem Stromnetz und lässt die Leitung im Stromnetz als verseucht zurück. Und an der müssen wir ja unsere Reifeanlage betreiben. Wir haben aber in jedem Fall zwei Quellen. Einmal das, was direkt als elektromagnetische Strahlung abgegeben wird, und einmal, was ich aus dem Netz beziehe. Zwei Lösungsmöglichkeiten. Das Netz kann ich durch entsprechende Filtermaßnahmen blockieren gegen hochfrequente Strahlung, habe aber dann immer noch mit Sicherheit den Anteil an elektromagnetischer Einstrahlung in die Verkabelung meiner HiFi-Anlage zu befürchten. Können Sie den Anteil, den Störanteil im nein. Verhältnis quantifizieren? Nein. Das ist wirklich eine Sache, die Sie durch Ausprobieren vor Ort herausfinden müssen. Es steht zur Diskussion, dass mit Sicherheit im häufigsten Einsatzfall der Anteil der leitungsgebunden produziert wird durch Störer, der größere ist, und der durch elektromagnetische Strahlung produzierte und durch unsere Verkabelung, die als Antenne wirken, aufgenommen wird, im typischen Fall der kleinere ist. Aber darauf gibt es keine Garantie, es kann doch genau andersrum sein. Sie wohnen im Zentrum Münchens mit Blick auf den Funkturm möglicherweise, oder Sie wohnen in Freiburg-Glottertal. Das sind sehr unterschiedliche Anfangsbedingungen für diese Problematik. Und wenn Ihr Nachbar ein Solardach betreibt, werden Sie auch sich wundern,
dass die Klangeinwirkung je nach Sonnenschein bei Ihnen hörbar ist. So, technisch ist der Hintergrund die Tatsache, dass ich immer Gleichstrom in Wechselstrom umsetzen muss. Und dazu brauche ich sogenannte Wechselrichter. Und die Wechselrichterhersteller sind sehr stolz darauf, und das ist auch richtig so, dass sie einen hohen Wirkungsgrad produzieren. 95% ist gar keine Seltenheit heute für einen Wechselrichter. Ne, ist typisch. Je höher der Wirkungsgrad, desto schneller und vor allen Dingen steiler muss aber der Gleichstrom in einzelne Pulse zerhackt werden, um letztendlich durch Veränderung der Impulsbreite oder und Impulshöhe auch umsetzbar zu sein in entsprechenden Wechselstrom. Und hier haben wir die Krux, da fange ich mal mit der ersten kleinen Zeichnung an, dass wir leider Gottes da einem französischen Mathematiker folgend, Fourier hieß der, aufgetragen Frequenzachse über die Amplitude hier, einen einzelnen Impuls als senkrechten Strich hier drin haben. Das heißt, nur eine Frequenz, sagen wir hier zu ruhig die 50 Hertz. Und das nebenbei korrespondiert in der Zeitachse mit einem Sinus. Hier über T aufgetragen, Amplitude, eine sinusförmige, saubere Schwingung. So, die würde in der Frequenzachse diese eine gerade Linie erzeugen. Ein Impuls jedoch, nehmen wir mal ein Rechteck, das kann sich der ein oder andere definitiv noch direkt vorstellen, hier als als Ausgangslage, machen wir das genau so. Dieser Impuls würde in der Zeit, in der Frequenzachse die dritte harmonische, die fünfte harmonische, die siebte harmonische mit abnehmender Intensität zeigen. Das heißt, ich habe Störungen auf all diesen Frequenzen durch ein rechteckiges Signal. Nun stellen Sie sich vor, dass ich dieses rechteckige Signal noch ständig variiere in der Höhe, aber ganz speziell auch in der Breite. Also Pulsmodulationen haben zur Folge, dass ich lange Pulse mit kurzen und kurzen Zeiten und lange und so weiter in dieser Weise kombinieren muss. Mit steilen Flanken notwendig, um den guten Wirkungsgrad zu bekommen. Ansonsten hätte ich hohe Verlustleistungen in den Schaltern zur Folge. Dann ergibt sich bei einem solchen Signal eine Vielzahl, also auch die Gradzahligen harmonischen werden auftauchen und mit deutlich höherer Amplitude und nur geringem Abfall, meistenteils zu hohen Frequenzen, in irgendeiner aperiodischen Form. Wenn ich einen einzelnen scharfkantigen Impuls nehme, einen roten Stift habe ich hier leider nicht, nehmen wir den mal separat raus, sehr kurze Pulszeit gegen lange Pausenzeit, dann hätte ich ein Spektrum zu erwarten, das voll ist mit Gradzahligen und ungradzahligen harmonischen und so gut wie keine Absenkung zu den hohen Frequenzen zeigt. Das würde Ihnen eine Fourier-Analyse eines solchen Signals liefern. Und genau das ist der Punkt, der ein breites Frequenzband bis, wie gesagt, ich hatte einen UKW-Sender eingeschaltet, 100 MHz in der Größenordnung, 100 Millionen Schwingungen pro Sekunde, obwohl der Tesla ja am 50-Hertz-Netz, also sehr viel niederfrequenter eingespeist, dort hing. Das Gleiche war auch mit der LED-Leuchte über dem Küchentisch der Fall. Die Funkamateurbänder, die liegen bis rauf, Größenordnung 145 MHz, das ist ein sehr bekanntes 2-Meter-Band, voll gestört. Also weit ab von der eigentlichen Nutzfrequenz 50 Hertz, Störungen bis weit oberhalb der Grenzfrequenzen, die man für Audio zum Beispiel in Anwendung bringt. Das ist eine Situation, der wir Rechnung tragen müssen und vor allen Dingen sorgfältig wählen, auch das Argument mit dem Kochfeld. Es ist eine effiziente, was den Stromverbrauch anbetrifft, Methode. Das ist sicher richtig. Nur es ist auch ein effizienter Störer. Besser, wir kennen unter Wärmetransport, Wärmeleitung,
Wir kennen Wärmeleitung, also durch Materialien, die wärmeleitfähig sind. Wir kennen durch Wärmestrahlung. Denken Sie dran, Ihr Auto, das in der Sonne stand, möglicherweise schwarzfarbig war. Sie gehen mit der Hand drauf und merken, da ist ordentlich was runtergekommen. Und wir können durch Wirbelströme entsprechend Wärme aus elektrischer Energie generieren. Das macht das entsprechende Kochfeld. Die Wärmeleitung durch Wärmeerzeugung durch Strahlungswärme, das ist das typische Ceramfeld, ist da ganz unverdächtig. Da entstehen überhaupt keine Störungen, die wir in irgendeiner Weise beklagen müssen, außer mit verbrannten Finger auf der Kochplatte hinterher. Ich möchte eigentlich dieses Thema nicht verteufeln. Fortschritt ist allenthalben nötig, aber Fortschritt mit Bedacht wäre sehr viel besser. Und nicht nur unbedingt den Lobbyisten folgen, die da aus wirtschaftlichen Gründen Dinge in die Welt setzen, die uns hinterher leid tun müssten. Ich hatte in den vergangenen Jahren immer über die Auswirkungen, jetzt kommen wir zum eigentlichen für Sie interessanten Thema, was stört denn eigentlich und warum? Ich folge mal ungefähr dem Text, den ich Ihnen auch gleich mitgeben kann in einer Broschüre vom Thema her. Wir haben zum Beispiel eine Aussage unter High-Endern, die da lautet, erzählen Sie mir nichts vom Pferd. Sie sagen, der Austausch eines Komponentenkabels aus der Netzleiste bis zur Komponente macht sich klangtechnisch bezahlt, sollte man unbedingt probiert haben. Da würde von der Vernunft her eigentlich zu sagen sein, hören Sie mal, da liegen 20 Meter oder 50 Meter NIM-Leitung, 1,5 Quadrat in der Wand. Mein Vermieter erlaubt mir nicht, die zu ersetzen. Aber wieso erzählen Sie mir, dass da 1,5 Meter oder irgendeine andere Länge als Komponentenkabel jetzt Klang was verbessern soll? Klingt unglaublich, muss aber erklärt werden. Ist tatsächlich so. Jeder, der es mal probiert hat, wird es feststellen und wird auch hinterher sagen, der Mann hat recht, der mir das erzählt hat. Der Hintergrund ist einfach folgender. Nehmen wir mal an, ich habe hier meinen Zählerkasten unten im Keller. Da liegt irgendwo auch eine Sicherung dazwischen. Auch über die sollte man ein Wort verlieren noch. Dann habe ich eine lange Steigleitung, die geht drauf an meine Steckdose. Und wir nehmen den einfachsten Anwendungsfall. Warum zittere ich eigentlich so? Wir nehmen eine Anlage bestehend aus nur zwei Komponenten, CD-Player und, ach so, deswegen, hier habe ich doch gleich den Verteiler vergessen. Und der zweite speist die Endstufe, Vollverstärker. Die beiden haben Verbindung untereinander durch die Signalverbindungskabel für den linken und rechten Kanal. Das, was von hierher vom Zählerkasten aus kommt, ist bis zur Steckdose und dem Verteiler der zweifachen Leiste genau genommen. An dieser Stelle gleich, auch wenn Schwankungen der Netzspannung und Störungen überlagert sind, heißt aber der CD-Player wie der Vollverstärker zu jedem Zeitpunkt das gleiche Potenzial, kann man so demonstrieren. In dem Augenblick, wo ich aber einschalte, habe ich die beiden Kabel unter Stromfluss und es gibt kein technisches Kabel für unsere Anwendungen, das wirklich verlustfrei wäre. Das heißt, ich kann nur zwischen hochverlustigem Kabelmaterial und deutlich besserem Kabelmaterial, das weniger Verluste produziert, unterscheiden. Die Verlustbehaftung der Steckverbinder hier, wie hier, und der Kabel bedingt, dass beim Einschalten aufgrund des größeren Stromflusses in der Endstufe natürlich der Spannungsabfall entsteht wegen des großen Verlustes in dem Kabel. Und was vorher gleichzeitig schwankte, schwankt jetzt unterschiedlich. Mit der Lautstärke, mit der ich hier am Verstärker arbeite, zieht der Verstärker auch mehr Strom und ich moduliere im Prinzip die Spannung an der Stelle. Wenn hier vorher Delta U 0 war an dieser Stelle, dann habe ich Delta U ungleich 0 an jener Stelle. Ich weiß nicht, schreibe ich groß genug? Ungleich. Für mich ja, aber für Sie wahrscheinlich nicht. Ne? Also es entsteht eine Spannungsdifferenz zwischen dem CD-Player-Netzversorgungseingang und dem Endstufeneingang,
die definitiv nicht identisch ist. Und jetzt werden Sie sagen, das kann im typischen Fall eigentlich nur im Millivolt-Bereich liegen. Wenn Sie das mit einem Multimeter messen, haben Sie recht, da werden Sie nur Millivolt feststellen. Wenn Sie das aber mit einem Spektrum-Analyzer oder Transientenrekorder messen, dann werden Sie feststellen, dass das viele Volts betrifft. Also hohe Spannungen im definitiv einstelligen Voltbereich, je nach Leistungsgröße der entsprechenden Verstärkerkomponente. Der Grund dafür, den werde ich Ihnen auch gleich erklären, aber in jedem Fall, diese Spannungsdifferenz, die sich zwischen diesen beiden Eingängen gebildet hat, versucht sich natürlich auszugleichen, wie das ist mit Differenzen in einem geschlossenen System. Und worüber können Sie das? Sie können das nur über die Signalleitungen, den Mantel dieser Leitung, sprich die Schirmung zum Beispiel des typischen Chinch-Kabels, das Sie als Verbinder darlegen. Es fließt da also ein Ausgleichsstrom, der zwar nur sehr indirekt mit der Musik was zu tun hat, aber definitiv nicht zum Musiksignal gehört. Er ist unter anderem auch noch um ein Vielfaches größer als das Musiksignal selbst. Wenn ich Ihnen jetzt den Faktor 1000 nenne, werden Sie mich als Übertreiber darstellen. Wer es genauer wissen will, sollte mich hinterher fragen, damit ich jetzt nicht zu sehr in Einzelheiten muss. Es ist aber tatsächlich so, dass ein Signal über den Mantel, deswegen heißen die auch Mantelströme, fließt, das mit dem Musiksignal nichts zu tun hat. Und das ist das, was Sie als Klangbeeinträchtigung hören. Verwende ich jetzt nun hier bessere Kabel an dieser Stelle, die definitiv kleinere Verluste haben, dann ist dieses Delta U ungleich Null hier deutlich kleiner und demzufolge auch die ausgleichenden Ströme, die als Mantelströme über die Signalverbindung fließen. Das ist der Grund, warum der Tausch zum Beispiel, man sollte beginnen mit der Endstufe, weil die den größeren Strom zieht, einer Netzleitung in eine bessere Qualität, warum Sie den sofort hören. Wenn ich sage sofort, dann ist das kein Ratespiel, sondern das werden Sie sofort hören, dass da ein Unterschied entstanden ist in Richtung besserer Qualität. Bitte, ja. Ich habe das letzte vor. Ein Verlust an einem Kabel setzt sich immer aus dem eigentlich ohmschen wie vor allen Dingen induktiven Anteil zusammen. Der ohmsche Verlust spielt noch dummerweise die kleinere Rolle. Der induktive Belag ist es. In der Broschüre ist mal aufgezeichnet, wie Kabel als bessere Grafik, als ich es jetzt darstellen kann. Wenn Sie hier jetzt über die Frequenzachse eine Impedanz, ich schreibe das mal als komplexes R, auftragen würden, dann setzt sich als frequenzunabhängige Größe der ohmsche Widerstand durch. Der ist eine Parallele zu der Frequenzachse. Ein hochquerschnittsstarkes Kabel sitzt tiefer hier, weil es den kleineren Widerstand hat. Nur ein dünnes Kabel hat einen höheren ohmschen Widerstand. Aber unabhängig davon ist immer ein induktiver Widerstand mit von der Partie. Und da gibt es nun Kabel, die sehr steil, das sind meistens doppellogarithmische Skalierungen hier. Da möchte ich jetzt drauf verzichten. Diese Steigung hier bedeutet den induktiven Belag, den das Kabel hat. Und ein Kabel, das sich in dieser Form präsentiert hier, ist einem Kabel, das diesen Anstieg hat, deutlich überlegen. Und Sie sehen aber schon, es macht keinen massiven Unterschied, wenn ich den Querschnitt drastisch steigere. Ich komme irgendwann bei der Summenimpedanz hier raus. Das heißt, der ohmsche Querschnitt, den kann man sehr hoch nehmen, aber nicht mit dramatischem Vorteil. Man muss definitiv darauf achten, dass der induktive Widerstand klein bleibt. Und Sie können gute Netzkabel an dem kleinen Unterschied erkennen, dass Sie eine Vielzahl von Adern, also nicht nur die drei Adern, die Sie typischerweise kennen, Phase 0 und Erde, sondern eine Vielzahl von Kabeln beinhalten, die den Strom vor- wie Rücktransport darstellen. Denn die Induktivität wird ja durch die Vielzahl der Adern in dem Kabel, durch Parallelschaltung, wenn ich anstelle Phase 0 einfach, Phase 0 vierfach drin habe, dann halbiere ich schon mal die Induktivität. Habe ich die 10, 20 oder 100 Mal drin, habe ich eine entsprechende Reduktion und damit immer flacher verlaufende induktiven Beiwert hier. Also, das ist selbstverständlich, ja.
bei Lautsprechern. Im Fall des Netzkabels ist das überhaupt kein Hindernis. Da ist die Kapazität recht nützlich. Was denn? Oh na, so weit übertreibt das keiner, dass der FI-Schalter jetzt flöten geht. Nein, nein. Ja gut, aber okay. Lassen wir das Argument mal unterm Teppich. Ja, das ist nicht realistisch. Ja. Nein, es ist tatsächlich bei Netzkabeln so, dass wir haben zum Beispiel den Suprema-Netzkabel, das ist unser Spitzenkabel. Da haben wir 24, 500 gegeneinander 500 Volt, das ist die VDE-Vorschrift. Die Isolationsfestigkeit muss 500 Volt AC sein. Gegeneinander isoliert, geführt, deswegen ist das Kabel dann auch so dick. Ne? Das ist unvermeidbar. Bei Leitungen, die mit Hochfrequenzlisten vergleichbar sind, also lackisolierten Leitungen, die können Sie nicht für Netz einsetzen. Die haben die entsprechende Betriebssicherheit nicht. Aber bei Lautsprechern nebenbei ist die Argumentation, wie verhält sich ein Kabel in dieser Richtung, sehr viel kritischer noch als bei Netzkabeln. Unsere Top-Lautsprecherkabel, das größte ist ebenfalls Suprema, hat über 2000 jetzt lackisolierte einzelne Drähte, die gegeneinander so entsprechend verdrillt sind, dass sie ihre magnetischen Felder und damit auch die Induktivität fast in die Horizontale neigt. Und hinzu kommt, es gibt noch einen Effekt, den haben Sie sicher hier und da auch schon mal gehört, Skin-Effekt nennt sich der, vermeidet. Also keine Stromverdrängung an die äußere Hülle. Also Sie sehen, es geht bei allen kabeltechnischen Fragen, die Strom zu transportieren haben, im Wesentlichen um das Leitungsverhalten in Richtung induktiver Widerstand. Mit Größenordnung 3 Quadrat ist man eigentlich im Bereich Netz schon auf der absolut sicheren Seite, was die Stromtragfähigkeit anbetrifft. Kein Problem. Trotzdem, unsere großen Leitungen haben bis zu 7,5 Quadrat, aber das soll Sie gar keinesfalls stören. Wenn wir das gleiche Prinzip der Induktivitätsreduzierung bei der entsprechenden Spannungsstabilität auch für weniger Querschnitt machen können, würden wir es tun. Gäbe dünnere Leitungen, aber nicht so drastisch dünn, weil ja die Isolierung eine bestimmte Stärke immer haben muss. Es ist die Anzahl der Leitungen, die entscheidet, die Hin- und Rücklauf und natürlich die Art der Verseilung. Wie weit kompensieren sich die durch Strom produzierten magnetischen Felder in der Leitung? Das ist der Kernpunkt. So, also halten wir nochmal fest, dieses Phänomen, dass da ein Kunde mit Recht sagt, hör mal, mir hat keiner erklärt, warum eine einzelne Netzleitung in meiner Anlage eine Verbesserung bringen soll, ist eigentlich hiermit erklärt. Oder wer hat es nicht verstanden? Da möchte ich bitte nochmal einen kritischen Satz sagen, damit ich das wirklich klarstellen kann. Ja. Ja. Sie sollten, wissen Sie, die Audiotechnik, die hat den Trend, immer alles für sich in Beschlag zu nehmen. Also symmetrische Verbindung, XLR-Verbindung, da denkt jeder von uns hier, das ist eine Erfindung, die die Audiotechnik gemacht hat und von daher gut sein muss. Nein, sie stammt aus der Messtechnik. Immer dann, wenn ich über große Strecken Signale transportieren muss, dann ist die XLR- oder twinaxiale Verkabelung die deutlich einstreufestere und bessere. Wenn ich eine kurze Verbindung, einen halben Meter vom Player zum Verstärker machen muss, entfällt das Argument. Dann sind ganz andere Argumente von Bedeutung. Eine Quelle, die XLR-fähig ist und voll symmetrisch aufgebaut ist, gibt es ein paar Fabrikate, ich will jetzt hier keine Werbung machen dafür, die wirklich voll symmetrisch aufgebaut sind, sind dann natürlich im Vorteil. Da hängt aber auch wieder ein Nachteil mit dran. Eine vollsymmetrisch aufgebaute, also Plus und Minus separat bearbeitende, zum Beispiel Vorstufe, hat den Nachteil, dass sie ja im Mittel die doppelte Anzahl Komponenten beinhalten müsste. Nämlich die gleiche Qualität an Komponenten für den Aufbau dieses Verstärkers. Dann wäre Wurzel aus 2 Verschlechterung des Signalrauschabstandes zu erwarten. Das heißt, sie tun sich eigentlich einen Bärendienst. Wenn ein Hersteller XLR in Perfektion anbieten will, Input wie Output-mäßig, muss er nicht nur die doppelte Anzahl der Komponenten, sondern auch die deutlich bessere Qualität an Komponenten verbauen, um den Signalstörspannungsabstand der Komponente, wie ich das mit einem Single-Ended, also
asymmetrischen Aufbau hätte, beizubehalten oder gar übertreffen zu können. Also eine zweischneidige Sache. Sie wissen es auch aus der praktischen Anwendung, es gibt Komponenten, die hören sich mit Chinch besser an als mit XLR und andersherum. Ja. Also das Argument XLR, ich begrüße das, man kann damit nicht grundsätzlich falsch liegen, aber für kurze Strecken ist der eigentliche Hintergrund, nämlich die größere Störfestigkeit zu liefern, nicht erforderlich. Reicht das als Antwort, ja? Ja. Weil dieses Delta U, wenn ich hier ein Kabel einsetze, das deutlich geringere Verluste hat, dann ist ja die Differenzspannungsbildung zwischen diesen beiden Netzeinspeisepunkten deutlich kleiner. Das heißt, das Kabel müsste an das mehr Strom verbrauchen. Also, wenn Sie so etwas probieren möchten, dann würde ich immer sagen, nutzen Sie als erstes mal die Endstufe für diesen Effekt. Und nehmen Sie das bessere Kabel in die Endstufe. Nun ist es aber nicht so, dass ein CD-Player da nicht von profitiert, auch wenn er nur 20, 30 VA aufnimmt, also Watt aufnimmt. Hier haben wir das Phänomen, dass ein CD-Player typischerweise mit Grenzfrequenzen in der Größenordnung 3 MHz arbeitet. Das heißt, die Pulse, die der abzutasten hat, haben ungefähr diese Bandbreite. Und natürlich versucht sich die interne Arbeitsfrequenz auch gegenüber dem Netz wieder Rückwirkung zu verschaffen. Und der Spannungsabfall, der aufgrund dieser Induktivität der Leitung hier oben bei 3 MHz zustande kommt, ist wieder sehr groß. Das heißt, der induktive Spannungsabfall der Arbeitsfrequenz einer digital arbeitenden Komponente auf einem Netzkabel ist keinesfalls, auch wenn nur wenig Leistung fließt, zu unterbinden oder zu vernachlässigen. Also die Aussage ist immer zuerst an die Endstufe, hängt immer auch von der Wertigkeit der Komponenten ein Stück weit ab, und dann unbedingt die digital arbeitenden Komponenten mit verlustärmeren Netzkabeln versehen. Soll das ein gleiches Kabel sein oder empfehlen Sie für den CD-Player? Das überlasse ich Ihnen gerne. Also jetzt hier ein schwächeres. Man kann durchaus eine budgetfreundliche Lösung finden. Also Zweitkabel sind nicht falsch. Nee, also zweimal teuer gekauft ist nur falsch für Ihr Portemonnaie. Das zwei ist hochwertige Kabel jetzt hier reinhänge. Nee, ein Fehler also, ist das nicht klanglich, keines. Schlechter, als wenn ich jetzt bewusst am CD-Player eins habe, was ein bisschen mehr, sagen wir mal, einen Stromfluss bremst. Also leider Gottes ist das so, aufgrund der Vielzahl der Komponenten, die im Umlauf sind, und aufgrund der Vielzahl der unterschiedlichen Einsatzbedingungen, kann man diese Dinge nur durch Ausprobieren herausbekommen. Zu unserem Leidwesen, wir müssen nämlich jede Menge Material hin und her und her und hin schicken, aber das ist nur fair dem Kunden gegenüber, wenn man ihm die beste, aber minimalste Lösung vom Preis-Leistungs-Verhältnis her liefern kann. Die Antwort auf die Frage lautet, also bitte probieren Sie es aus. Sie machen keinen Fehler, wenn Sie überall das Teuerste nehmen, auch klar, aber nur den Fehler, dass Sie wahrscheinlich Krach mit Ihrer Frau kriegen. Und wir haben in der Szene ja mit Sicherheit auch schon Ehescheidungen, die aufgrund des Hobbys zustande gekommen sind, hinnehmen müssen. Ne? Sie reden immer, ein teures Kabel ist von der Qualität her am besten. Aber gibt es da... ich habe jetzt nicht zugehört. Können Sie etwas lauter sprechen? Ja. Sie haben eben gesagt, je teurer das Kabel, umso besser ist die Qualität. Gibt es auch andere Merkmale, wo man sich orientieren kann? Das gilt, ich kann nur für HMS sprechen, das gilt für uns, ja. Okay. Die Aussage. Also Sie können sich orientieren an der eben gemachten Aussage, ein Netzkabel ist umso besser, je mehr Adern für den Hin- und Rücktransport des Stromes es hat. Ja, also wenn Sie da mal den Stecker aufschrauben und mal gucken, wenn da nur 3 dicke Adern drin sind, das können Sie vergessen, das ist kein Fortschritt. In der Broschüre, die ich Ihnen mitgebe, werden Sie die Messwerte zu solchen unterschiedlichen Kabelkonstruktionen sehen und sehen, dass die Induktivität nur mit der Anzahl der Leitungen korrespondiert. Also die Neigung dieser induktiven komplexen Widerstandsform hier. Spielt doch auch eine Rolle, oder?
Sie wollen jetzt mit mir in diese Diskussion. Das ist ein langes Thema. Die gibt es durchaus, aber sie wird in der Audioszene bei weitem überschätzt und als häufigstes Argument benutzt. Ich las gerade, mich hat es zum Lachen gebracht, das stand auf Englisch da, wahrscheinlich hat kaum einer das wahrgenommen. Da gibt es tatsächlich einen, ich nenne das Fabrikat jetzt nicht, da gibt es tatsächlich einen Stecker, der damit beworben wird, dass er Wärme in infrarote Strahlung umsetzt. Herr Dr. Liebling, was können wir dazu sagen? Wärme ist in infrarote Strahlung, also die braucht man nicht umsetzen in einem Stecker. Aber gut. Okay, ja bitte. Wäre die empfehlendste Lösung, dem Endverstärker eine direkte Leitung zum zentralen Verteiler zu spendieren? Das ist eins der häufigsten Themen. Wenn ich neu baue, würde ich das definitiv sofort mit einplanen. Eine einzelne Leitung für meine Audio- oder Videoanlage. Wenn ich aber vom Vermieter abhängig bin und ich wohne im dritten Stock und müsste die Wände aufhauen, nur um eine neue Leitung verlegen zu können, dann würde ich die Finger davon lassen. Aber dankbar bin ich für das Argument, dass Sie das jetzt schon gebracht haben. Es wäre noch zur Sprache gekommen. Die meisten vermuten ja, dass ein Riesenthema hier in dieser verlustbehafteten Zuleitung zu liegen kommt, die über viele Meter mit normalem 1,5 Quadrat NYM-Leitungen belegt ist. Ist aber nicht so. Der Vorteil durch eine eigene Leitung erspart lediglich die Tatsache, dass an dieser Steigleitung viele andere Verbraucher hängen, die da ihre Störungen einspeisen. Ja? Mehr ist es nicht. Häufig ist es auch so, das können Sie im eigenen Haus mal verfolgen, da gibt es diese Blinddosen, meist sind sie durch die Tapete als runde, kreisrunde Fläche zu sehen, da sitzen Lüsterklemmen drunter, die seit 30 Jahren niemand mehr angeschaut hat, wo also ein Kabelabzweig nach links oder rechts geht und möglicherweise benutzen Sie eine Steckdose, die über die Lüsterklemme direkt angeklemmt, seit 30 Jahren hat keiner die Kontakte gereinigt oder die Schrauben nachgezogen. Das sind dann die Verlustquellen, die man vermeiden kann, wenn man eine eigene Leitung hier rauflegt. Also ich begrüße das, jeder, der das machen will, der neu baut, sollte es unbedingt selber tun. Aber als Mieter in der dritten oder vierten Etage, da würden Sie eine Enttäuschung erleben, wenn Sie die Investition, die Sie da arbeitsmäßig und geldmäßig auf sich genommen haben, hinterher am Klangergebnis festmachen wollen. Nein, viel wichtiger. Ich komme sofort darauf zurück, lassen Sie mich diesen Satz eben zu Ende sagen. Viel wichtiger ist es, die Leitungen hier, die Leitungen, die von der gemeinsamen, nebenbei ganz wichtig, gemeinsamen Verteilung abgehen zu den Komponenten, da auf höchste Qualität zu achten. So, und jetzt zu der Frage, was sollte man denn hier für Materialien nehmen? Nun, Sie wissen, es gibt VDE, zu Recht. VDE kümmert sich aber nicht um unseren guten Klang, sondern um die technische Sicherheit der Stromversorgung, muss man ganz klar zur Kenntnis nehmen. Und Sie werden keinen Elektriker finden, der sein Geschäft seriös betreibt, der nicht VDE-konformes Material mit seiner Unterschrift belegt hinterher in den Bau bringt. Das heißt also, wir haben keine unendlich große Auswahl an VDE-gerechten Leitungen. Viele Leitungen, die Ihnen als Netzkabel angeboten werden, geschirmt, siebenfach oder und, achten Sie mal drauf, ob da ein VDE-Zeichen drauf ist, wahrscheinlich, wenn Sie keines finden. Ich würde da nicht zuraten, denn für den Fall, dass da mal was passiert, wird sich die Versicherung freuen, das als Ursache deklarieren zu können, dass Ihnen die Wohnung abgebrannt ist oder Ähnliches. Ne? Verlassen Sie sich lieber darauf, dass Sie VDE-zertifiziertes Material nehmen. Unsere Empfehlung ist genau das, was ich eben auch schon sagte, vierfach parallel, wenn Sie also die liegende Leitung rausnehmen und durch eine gleichwertige NYM-Leitung nennen die sich, das sind diese kleinen 7 mm runden, vollisolierten Leitungen, die drei Adern drin haben, Phase 0 und Erde, braun, blau und grün-gelb. Wenn Sie das hat jeder Elektriker im Auto nebenbei und der wird Ihnen das auch gerne verkaufen und Sie können das auch in jedem Baumarkt bekommen, es ist sehr preiswert. Wenn Sie wirklich auch aufs Geld achten möchten, dann können Sie da am meisten sparen. Legen Sie Leerrohre, die dick genug sind, besser noch sind Kabelkanäle, die einfacher hinterher zu bestücken sind, da brauchen Sie nichts durch die Leerrohre ziehen, und legen Sie vier Leitungen, bis zu vier Leitungen parallel. Die vier kommt dadurch zustande, dass Sie Stecker und Buchsen, die wir liefern, maximal vier
Leitungen pro Kontakt aufnehmen können. Man kann auch mehr nehmen, aber das bringt dann nichts mehr. Was Sie hier in diesem Diagramm, wenn das die Induktivität einer Leitung wäre, dann wären Sie mit 4 Leitungen in dieser Steigerungsgrößenordnung, also deutlich besser als mit nur einer, und hätten induktive Widerstände der Zuleitung, die schon eine hohe Klasse darstellen. An der Stelle aber nicht wirklich von entscheidender Bedeutung sind. Also der klangliche Zugewinn, den Sie hier erreichen können, ist in erster Näherung durch Fernhalten von Störern, die durch andere Benutzer hier auf der Steigleitung produziert werden, zum Beispiel Ihr Sohn mit seiner elektrischen Eisenbahn oder Ähnliches. Das würden Sie mit Sicherheit als Störung empfinden. Oder auch die LED, von der ich sprach, dass wir sie über den Küchentisch hängen haben, die würde sich freuen, hier direkt einspeisen zu können. Ja. Hallo, ja, ich hatte eine kurze Frage. Was denn? Bin ich schon weit über? Nein. Darf ich die Frage noch stellen? Oder? Ja. Mich würde interessieren, gibt es denn wissenschaftliche Untersuchungen dazu? Also das heißt, dass eine Stichprobe oder eine Kontrollgruppe zum Beispiel von 100 oder 1000 Leuten sich hingesetzt hat und mit einem Blind-AB-Test zum Beispiel verglichen hat, naja, ist es denn wirklich so, dass eine stichhaltige statistische Signifikanz besteht, wenn wir jetzt bestimmte Komponenten austauschen, dass man das wirklich hört, den Unterschied? Oder ist das jetzt im Worst Case einfach eine Behauptung? Also das würde mich wirklich interessieren, ob es da mal Versuche gab. Mit der Frage haben Sie durchaus recht. Ich entsinne mich nur an unsere eigenen Versuche. Mhm. Aber eine signifikante Stichprobe über also Hunderte oder Tausende. Ich weiß nicht, ob die Fraunhofer sowas macht oder eine Hochschule. Keine Ahnung. Also Sie wüssten jetzt nicht, dass... Also ich glaube, das würde Fraunhofer nicht annehmen, den Auftrag. Das ist blanke physikalische Grundlage, was ich jetzt Ihnen hier erzählt habe. Naja, Moment. Auch also ich stelle ja nicht in Frage, dass Sie nicht recht haben mit der technischen Erklärung, aber die eigentliche Frage ist, ob es sich perzeptiv bemerkbar macht. Zum Beispiel die ganzen Digitalkomponenten. Mhm. Jeder Chip hat ja eine Betriebstemperatur, eine Betriebsspannung und das ist eine Range von Minus bis Plus. Und die Parameterwerte, die angegeben werden, zum Beispiel THD, Slew Rate, was auch immer, je nachdem, welche Komponenten Sie sich angucken, müssen innerhalb dieser Spezifikation funktionieren. Das bedeutet, je nachdem, wie Sie Ihr Power Management designen, interessiert eine 10%ige Abweichung von der Spannung gar nicht. Mhm. Also auf dem Datenblatt. Deswegen sage ich, gibt es halt eine Studie dazu. Das würde mich halt interessieren, weil dann hätte man es zumindest aus der Magic, sage ich mal, geholt. Dann hätte man einen richtigen Beweis und könnte sagen, okay, 100 oder 1000 Leute hat man da hingesetzt, man hat es ausprobiert und man hat wirklich festgestellt, wow, das ist signifikant. Also ich kann jetzt wirklich nur aus unserer Erfahrung reden. Mhm. Wir haben von dem ersten Filterleistentyp, den wir 1996 in den Markt gebracht haben, ungefähr 18.000 Stück verkauft mit Lobeshymnen von Hunderten von Kunden, die bestätigt haben, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Dass da eine regelrechte, stichfeste Studie draus geworden wäre, nein. Ich kann Ihnen viele, viele Kunden benennen, die bestätigen, dass die Zusammenhänge sie zu höherem klanglichen Erfolg gebracht haben. Das ist für die Firma, ne? Ist ja richtig. Gut, ja. Danke. Also nebenbei, ich muss immer wieder betonen, es gibt gerade in der Szene, die sich um Themen im Audiobereich und Kabel dreht, eine Riesenmenge dank Internet an Halbwissen, was da verschleudert wird. Und ich kann nur eines sagen, Sie sollten sich entweder mit uns direkt in Verbindung setzen, um die Argumente mal wieder zu richten. Was da an Argumentationen läuft, da können wir nicht im Internet nicht drauf reagieren, aussichtslos. Es ist teilweise bis hin zu, naja, Dummheit, wenn ich das Wort gebrauchen darf. Ja gut, aber wie gesagt, die Sie erläutert haben, waren ja richtig. Okay, mich hört ja jeder, oder? Also das will... Ach so, um die Aufnahme, okay. Ja. Es geht mir ja gar nicht darum, dass Sie da irgendwie Blödsinn erzählt hatten. Aus der physikalischen Sicht macht das ja Sinn, aber also ist das ja korrekt. Nur mir geht es darum, ob man die Perzeption, also das heißt wirklich, weil Perzeption ist ja was extrem Subjektives, und deshalb wäre für mich eine Studie sozusagen das, wo ich sage, alles klar, hier hat es für mich halt einen wissenschaftlichen Hintergrund. Hier kann ich also wirklich sagen, der Unterschied, der ja da ist, ist so signifikant, dass man ihn hört.
Also Doppelblindtest. Ja, nein, kann ich nur bestätigen, haben wir nicht gemacht. Wenn ich selber ausprobiere, dann habe ich ja nur meine eigene Meinung. Das ist ja der Punkt. Deswegen hatte ich gefragt. Ja. Nee, Sie haben, glaube ich, nicht verstanden, worauf ich hinaus wollte. Sie haben es verstanden, oder? Also ich habe es verstanden, aber die Frage werden Sie bei allen Ausstellern hier wahrscheinlich vergeblich stellen. Okay. Zu jedem Thema. Okay. Doppelblindteststudien zu irgendeinem Fortschritt der einen oder anderen Größe und Komponente sind mir nicht bekannt. Alles klar, danke. Ja. Die Kernfrage, warum ist denn überhaupt Hochfrequenz als Störung eine Anlage störend, die nur 20 Kilohertz der langläufigen Meinung zu übertragen hat? Also ein relativ bescheidenes, niederfrequentes Spektrum. Warum stört ein UKW-Sender? Warum stört Ihr Handy, wenn Sie es direkt drauflegen oder und? Die entscheidende Frage muss eigentlich noch beantwortet werden, aber machen wir das dann im Einzelgespräch, vielleicht an unserem Stand. Ja?